Willkommen zurück und weiter geht's in dieser Hard Mode Serie. Nach der letzten Folge muss ich sagen, ich kann nur jedem erfahrenen KSP-Spieler wirklich ans Herz legen und nahelegen, dass er wirklich den Hard Mode auch ausprobieren sollte. Und jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt. Ich finde, mit den letzten Updates, mit den letzten Patches, lohnt es sich einfach und das Gefühl ist wirklich unbeschreiblich. Ich habe mich gefreut wie Schnitzel, nachdem die letzte Mission dann doch wirklich so gut verlaufen ist. Und wir legen auch gleich einen drauf und machen weiter. Ich habe mir schon mal ein paar Contracts angesehen und einen werden wir anfangen. Und zwar nehmen wir hier mal den Satelliten, etwas entspannteres, sollte zumindest entspannt sein, weil somit auch kein Körbel sein Leben riskieren muss. Und insofern ist es auch für mich etwas entspannter. Ja, es geht wirklich an die Nerven, also mir zumindest, so wirklich ein relativ ja, riskantes Flugmanöver ohne Manövernotes, ohne Patch Konix. Hat schon was. Auch wenn es nur der Mann war. Okay, wir haben zwei Contracts. Und zwar einmal den Satelliten und den Radial Decoupler. Den werden wir auf jeden Fall bestimmt oben los. Ja. Und dann haben wir auch eine Steuerungseinheit, die Probo Dobo Dein Okto. Die ist mir eigentlich ganz sympathisch. Da hauen wir noch ein bisschen Control drauf. Um die Kohlen müssen wir uns erstmal zumindest beim Bau der Raketen keine Gedanken machen. Hau ich den hier oben? Weiß ich noch nicht. Dann. Ah, jetzt kann es natürlich an der Engine scheitern, dass wir noch gar keine. Ich will eigentlich nicht diese fette Engine. Wir haben weder RCS noch. Okay. Gut. Bleibt uns nichts anderes übrig. 1700 Delta V. Okay. Jeden Fall noch eine Antenne. Nehmen wir die mal. Ja, die ist allerdings etwas groß für die kleine Sonde. Die Maschine ist deutlich. Ich mache das mal anders. Also. Ganz ehrlich, dann wird es eben ein größerer Satellit. Damit könnte ich leben. Den mal so machen. Okay. Dann nehmen wir doch die große hier an die Seite. Und dann noch zwei Gu-Kanister. Hier hin. Zwei. So.
hier jetzt drunter bauen. Sieht jetzt nicht so toll aus. Ich versuch's ohne. So sieht's einfach noch besser aus. Dazu ist er wieder zu klein. Es ist eigentlich ziemlich Wahnsinn, das ohne zu versuchen. Schauen wir einfach mal. Wir schauen, wird schon irgendwie gut gehen. Okay. Die hier. Nochmal. Nochmal. So. Hier. Den schalte ich mal aus. 3229. Können wir vielleicht eine Single Stage in To Orbit machen? 3578. Ganz gut gebrauchen. Hier haben wir wie viel noch? Nochmal 3000. Ich denke, das sollte reichen. Können wir denn irgendwas? Ach so, Solar Panels, die brauchen wir auf jeden Fall. Leistern wir hier mal schön rum. Okay. Gefällt mir jetzt noch nicht so. Was haben wir für Möglichkeiten? Zumindest fallen mir jetzt keine ein. Das ist 1,25 Meter. Das könnten wir eigentlich mitnehmen. So ist es auch nicht. Nee, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Passt schon. Eine Antenne haben wir. Wir haben zwei Batterien. Wir haben Solar Panels. Und haben fast 6000 Delta V. Sollte passen. Ja, jetzt ist die Frage, wie. Was haben wir? Thermometer?
Okay. Inclination. Generate Power. Eigentlich müssten wir eigentlich schon alles haben. Okay. Satellite One. Und ja, genau. Too many parts. Eins zu viel. Okay. Dann nehmen wir die ganz weg. Ganz ehrlich. Haben wir noch Science, die wir vielleicht mitschleppen können? Bringt auch nichts. Eigentlich bringen die Gu-Kanister auch nichts, fällt mir gerade auf. Die bringen. Wir nehmen sie trotzdem mit. Okay. Gut, dann wollen wir mal schauen, wo wir denn überhaupt hin müssen. Hat's in sich. Okay, und wir brauchen eine Inclination. Ich würde sagen, wenn wir hier starten. Wird eher noch warten und bei der Descending Node starten. Das tun wir auch. Und dann ungefähr, tja, was wird das sein? Vielleicht so 20, 15 Grad, 20 Grad. Steht das hier? Ich glaube, es steht hier. 5,6. Okay, 15, 20 Grad, alles klar. Schön verschätzt. Können wir denn jetzt da? Okay, damit bin ich zufrieden. SAS haben wir, sehr schön. Und dann würde ich sagen, wir brauchen vollen Schub. 3, 2, 1 und go! Ja, Rakete hebt schön langsam ab. Beschleunigt. Passabel, würde ich sagen. Und ja, so. Wir haben jetzt die großen Winglets, das ist schon mal ein großer Vorteil. Und ich denke, ab 5000 werden wir dann den Gravity Turn auch einleiten. Einzig und allein, weil wir eben hier fast eine Single Stage haben und
eben kein Reaction Wheel, würde ich mal sagen, und ich noch gar nicht weiß, momentan ist sie stabil, ich weiß allerdings nicht, wie sie dann auch letztendlich steuerbar sein wird. Okay. Nicht so gut, würde ich sagen. Irgendwas geht hier gewaltig schief. Null Komma null steuerbar. Und von daher werden wir mit dieser Rakete wohl abstürzen. Zum Glück nicht auf unsere Gebäude. Und das zeigt uns wohl, dass wir auf jeden Fall ein Reaction Wheel auch brauchen. Okay. Tausend im Arsch. Dann werden wir es hier noch irgendwo reinballern und hoffen, dass sie dadurch dann auch stabiler fliegt. Obwohl ich jetzt auch den Turn relativ spät gemacht habe. Es sieht so scheiße aus. Habe ich schon mal bessere gebaut. Gefällt mir überhaupt nicht. Vor allem die Engine ist einfach viel zu overpowered. Nun ja, sei es drum. Das Ganze nochmal. Und ich hoffe, dass wir jetzt etwas besser die Kontrolle haben. So. Ja, das dauert wieder ein bisschen. Aber ich freue mich so, die letzte Mission, die war wirklich gut. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen und da kann man jetzt auch ein paar Fails riskieren. Allein wegen den Kohlen. Und, jetzt. Wir sind auf vollen Schub. 3500. Ich denke, jetzt können wir mal langsam beginnen. Uiuiui. Ist trotzdem eine Herausforderung, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
und da schmiert sie ab. Ist echt ätzend. Ich würde interessieren, ob die NASA auch so fliegt. Scheint sie stabiler zu sein. Und wir können das mal hochballern. Ah, ich muss ja nach Norden, ich Professor. Okay. Das hat uns jetzt natürlich unnötig Delta V gekostet. So, die nächste Stage. Drei Grad. Zwei Grad. Okay. Ich denke, ich kann mal weiter burnen, weil wir erstens noch die Inclination haben und dass ich die Apoapsis einfach hier rüber bringe. So. Und ich denke, an dieser Stelle oder wollen wir an dieser Stelle? Ich denke, an dieser Stelle werden wir den nächsten Burn machen. Was sagt der Treibstoff? Es könnte knapp werden. Könnte äußerst knapp werden. Okay. Okay, das war mal Mist. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Inclination ist 1 Grad. Sending. Was ist das hier? Nein. So, jetzt haben wir 0 Grad. Und werden wir an der Periapsis auf jeden Fall nochmal burnen. Huch, nicht so schnell. Gut. Nicht drüber hinaus. So, sollte ausreichen. Ja, es wird sehr. Ja, ich habe ja keinen Engineer installiert beim Bau. Hätte ich vielleicht auch noch mitnehmen sollen. Wäre nicht schlecht gewesen. Aber wir sind nicht schwer. Wir haben ein kleines Raumschiff.
kleinen Satelliten. Und von daher könnte unser Treibstoff schon ausreichen. Ganz sicher bin ich mir allerdings auch nicht. Und wenn nicht, dann ist es blöd. Ist die Apoapsis. Ich mache den Burn wirklich lieber ganz nah bei der Apoapsis, weil wir hier nämlich schon fast drüber sind. Sagen, sieht gut aus vom Treibstoff. Na komm, 10 Seconds müssen wir haben. Jawohl, sehr schön. Ich bin zufrieden. War knapp, trotz einiger Probleme beim Start und vor allem in der Atmosphäre. Wir werden hier mal observen, werden das Ganze erstmal folgendes machen. Die fährt zwar automatisch aus, aber ich möchte sie ausgeklappt lassen. So, dann einmal die Temperatur schicken wir. Und einmal Gu schicken wir. Okay. 8. Jetzt habe ich natürlich den. Den hätte ich noch mitschleifen sollen. Okay. Contract aber erfüllt. Es wäre nicht so schlimm, wenn wir nicht nur 2 Contract-Plätze hätten. Und 28. Oh, jetzt geht's los. Dass wir wirklich sparen müssen für die nächsten.